Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Was trippelt da an der Wand entlang? Das ist der neueste Eintrag, das neueste Türchen im Schock-Adventskalender Toba 2018. Herzlich willkommen hier auf gregs-rpgheaven.de. Du hast die besseren Einleitungen. Was soll ich denn machen? Ich muss vielleicht auch irgendwas vielleicht nennen wir es Schockwend. Der Schockwend. Schreinachten hatten wir, aber wir sind noch nicht ja, ganz dran. Ja, oder vielleicht der Cutwend. Der Cutwend, du meinst wieder Schnitt? Ja, genau. So Schnitt, dass das Blut runtergeht. Daniel, ich habe diese Einleitung bewusst gewählt, weil es ist Monster Movie Time bei mir. Ja, sehr gut. Und es geht um wir hatten ja auch genug Vampire. Wir werden genug Vampirchen. Ich glaube, jetzt wird hier nicht Blut gesaugt, sondern es werden Lebewesen außerhalb verdaut, um dann aufgesaugt zu werden. Weil so essen diese Tiere ihre Opfer. Ich habe einen Schwarz-Weiß-Film. Diesmal mit dabei. Ich hatte im letzten Jahr, glaube ich, schon mal einen mit Freaks, oder? Freaks hatte ich, das ist, glaube ich, sogar 2015 oder so, 2014 noch ja, gewesen, relativ früh. Freaks sowieso, ein großartiger Film. Im letzten Jahr hatte ich Das Schwarze Reptil, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt, Hammer. Der Hammerfilm, ja. Hammerfilm. Dieser Film ist ein Klassiker per se, also den kennt man, wenn man in der Horrorfilmgeschichte sich ein bisschen auskennt, hat natürlich auch sehr, sehr viel inspiriert und ich habe zuletzt die Blu-ray nochmal in die Hände bekommen, mir den angeguckt und ich wollte sowieso immer mal wieder so einen alten Schwarz-Weiß-Film dabei haben und gesagt, komm, wir packen den rein für die Kids, die den vergessen haben. Aus dem Jahr 1955 ist es Tarantula. Die Tarantel. Ja. Da krabbelt sie. Aber warte mal, jetzt, ich darf sie nicht durch. Tarantula als Spinne und Formicula als ein Arm. Also Formicula hieß Them im Original. Them, Ausrufezeichen, ist im Jahr 54 rausgekommen und ging um Riesenameisen. Ein Stamm von Riesenameisen, der in, was war das, der Untergrund von New York irgendwie da nach oben kommt? Oder ich, zumindest die leben im Untergrund und dann kommen sie hoch. Und aber was war denn in der Wüste? In der Wüste war Tarantula. Tarantula war in der Wüste? Ja. Okay. Fuck, habe ich das echt so durcheinander gebracht? Man kriegt die auch irgendwie dann so zusammen. Das war ja so einer der großen Trends, die in den 50er Jahren gewesen sind. Du hattest natürlich schon große Monster-Movies seit den 30ern mit King Kong und wie ist Schrecken das? Von New York. Schrecken von New York, Beast of 20,000 Fathoms oder wie es im Original hieß. Diese Echse, die dann durch New York gelaufen ist, wurde natürlich mit Tieren und Miniaturaufbauten sehr, sehr viele schöne Effekte für die damalige Zeit da machen kannst. Ne? Also es sah schon ganz geil aus, wenn du diese Echse durch diese kleine Stadt hast rumlaufen sehen. Sie hatten ja nichts. Aber für die damaligen Verhältnisse, das habe ich mir jetzt gerade, als ich habe Tarantula nochmal geschaut und mir gedacht, hey, wie viel Bock hätte ich drauf, in so einem Kino in den 50er Jahren zu sitzen und mit den Leuten dann zusammen diesen Film auf der Leinwand zu schauen, wo die bei den Effekten, wenn du heute sitzt und sagst, na, genau. Ne? Ja. Das Gefühl, das finde ich schon ja, ganz ja, geil. Ja, das finde ich auch gut. Ja, heute siehst du ein bisschen was anderes. Dieses Gefühl, nach dem dürsten wir. Ja. Jedes Mal, wenn wir ins Kino gehen, Freunde. Jedes Mal. Was hatten wir nochmal geguckt? Was war das? Star Crash? Wo wir uns gedacht haben. So ein Gefühl, entweder alle haben Angst oder alle sind erfreut. Ja. Star Crash und wie ist der Pimmel-Porno-Space-Film? Flash Gordon. Das war auch sehr. Mit E. Flash Gordon. Ja. Das war auch sehr unterhaltsam. Der war auch echt. Oh. Mayday, ich kann vor Geilheit nicht mehr fliegen. Also bei Tarantula geht es darum, dass zwei Wissenschaftler, die machen Experimente mit einem speziellen Serum, was aufgrund der natürlich stetig wachsenden Bevölkerung der Erde, ja, es wird vorgerechnet im Film, es könnte sogar sein, dass im Jahr 2000 bis zu 3,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Nein. Im Jahr 2000. Haben sie falsch übersetzt im Deutschen, die haben Billionen Menschen gesagt. Wenn da 3,5 Billionen Menschen leben würden, dann würden wir, glaube ich, alle uns nicht umdrehen können hier auf der Erde. Achso, das ist das ist genau, Millions, Billions, Billions und Milliarden. Ja. Genau, dieser Übersetzungsfehler. Und die entwickeln ein Serum, womit dann entsprechend Testobjekte injiziert werden und das Riesenwachstum verursacht. Und zwar in sehr schneller Fasson. Bei Menschen verursacht das nicht, dass die dann zu Riesenmenschen werden. Man müsste sich das eigentlich denken. Aber wie so oft bei Tierversuchen, wenn man es beim Menschen anwendet, muss es nicht unbedingt das gleiche Ergebnis haben. Die Menschen, die das abbekommen haben, die haben nämlich auch Selbstversuche gemacht. Die leiden dann augenscheinlich unter der sogenannten Akromegalie. Das ist eine echte Krankheit. Hatte zum Beispiel Andre the Giant, hatte das. Also, ne? Agro. Nicht Agro. Für Eddie gibt es schon eine eigene. Für Ede hat seine eigene Krankheit. Akromegalie.
Nein, bei den Menschen. Endlich wissen wir, woran er leidet. Das ist so ein Riesenwuchs durch, ich weiß nicht genau, welche Drüse im Körper, das ist die überproduziert und dadurch hören die nie auf zu wachsen. Das ist das, worunter Andre the Giant litt und was letzten Endes zu deinem Tod geführt hat. Auch Big Show zum Beispiel. Und auch dieser Asiate, ne? Oder Mongole? Meine ich, also ja, haben sie alle so gesehen. Es kann gut sein, mir empfallen leider die Namen. Ja. Es gibt auch einige berühmte Leute, mittlerweile kann man da auch operativ was machen, dass du die Krankheit so ein bisschen so eindämmen kannst. In der damaligen Zeit hat man natürlich aber viel damit assoziiert, oh, die werden mutieren, ne? Und im Film werden die Schauspieler dann so dargestellt, die innerhalb von einigen Tagen auf einmal so komische Auswüchse auf dem Kopf haben und das Auge nach unten rutscht und alle aussehen, als ob sie irgendwie seit hunderten von Jahren daran leiden. Bei den Tieren, die damit aber gespritzt werden, sorgt es dafür, dass sie einfach massig groß werden, indem sie mit für damalige Zeit eigentlich ganz guten Effekten, da wurde eben typisch, es wurde was gefilmt und dann drüber gelegt, da hattest du riesen Hoppelhasen, die im Hintergrund entlang gehen, oder eben auch mal reale Spinnen, die sie genommen haben und dann durch entsprechende Kameratricks und da waren zwar auch Miniaturen dabei, aber auch Sachen, wo so quasi, heute hättest du Greenscreen gesagt, damals wurde dann eben, glaube ich, physisch der Film irgendwie drüber geblendet, dass du den Eindruck hast, dass da eine riesige Spinne wirklich entlang läuft und die Leute nach und nach auffuttert. Dabei sind sie einfach nur unten irgendwo. Sind nur unten irgendwo. Ja, aber was ich ganz interessant dann auch wieder fand, so ein Film, der wird dich heutzutage natürlich nicht mehr erschrecken. Nein. Also, das nicht, aber als damaliges Produkt von der Zeit, der ist entsprechend langsam im Aufbau. Du hast sie ja häufig, ne, dass du dann eben, ich glaube, hier ist der Hauptdarsteller ein Doktor, der in diese Wüstenstadt kommt und um herauszufinden, was da überhaupt los ist. Und einer von den Wissenschaftlern, der hat ganz eigene Ansichten und der bringt seinen eigenen Kollegen um, wobei dann diese eine Spinne entkommt und alles. Also typisch Irrung und Wirrung. Letzten Endes sorgt das dafür, dass eben so eine Riesenspinne da in der Wüste von, ich will sagen, Nevada irgendwo herumläuft und nach irgendwelche Tiere erstmal auffuttert, Pferde auffrisst und dann nicht vor den Menschen halt macht. Sogar eine Szene, die muss ich mir mal angucken, wie die überhaupt gedreht wurde. Die Spinne soll so ein Auto von der Straße nehmen und quasi durch die Luft werfen. Ne? Und normalerweise wird das hier gemacht, dass du irgendwie so ein Miniaturauto nimmst und damit den Finger wegschnippst. Aber das sah so aus, als ob sie tatsächlich ein komplettes Auto mit so einer Schleuder durch die Luft geworfen haben, weil es fliegt physisch wirklich und kracht darunter. Für die damalige Zeit, für die 50er, schon ein richtiger Spezialeffekt. Auf jeden Fall. Muss man daneben sagen. Und kommen da nicht auch noch Panzer irgendwie dann später an? Es sind keine Panzer, sondern es ist ein Flugstaffel am Ende. Und vielleicht hast du den Fakt noch im Kopf, der wird ja am meisten mit Tarantula dann nochmal wiedergegeben. Ein sehr bekannter Schauspieler und späterer Oscar-prämierter Regisseur hat da sein Debüt gegeben als Flugstaffelflieger. Ist er für ein paar Sekunden zu sehen. Der ist nämlich am Ende, kommt er und bewirft die Spinne mit Napalm, womit er erledigt wird. Stimmt. Ja, wer ist es? Keine Ahnung. Clint Eastwood. Clint Eastwood hatte damals seinen ersten Schauspielerauftritt als Flugstaffelkapitän. Ja, und dann wirft er die Napalmbomben über Tarantula ab. Das ist in allen Trivia-Facts irgendwo immer mit drin. Fuck, ist er alt. Ja, im Jahr 55 als junger Bursch. Man erkennt ihn aber noch nicht so richtig. Wenn man ihn kennt, sieht man es an den Augen. Der hat natürlich sein Fliegervisier. Dann natürlich da drauf und hier die Schutzmaske, ja, wenn er dann im Jet drin ist. Und ich kehre. Das ist wie Kurt Russell, der Elvis ans Bein getreten. Ja, genau. Der kleine Kurt. Oder in den Disney-Filmen, wo der immer wieder mal auftaucht. Ich finde es immer wieder ganz schön, einfach zu solchen Filmen nach langer Zeit mal wieder zurückzukehren, weil als Kind habe ich die wirklich sehr gerne geguckt. Ich muss sagen, ich war bei dem Ameisending. Also ich fand den Ameisenfilm richtig geil. So, das war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber den habe ich damals auch sehr, sehr gern geguckt. Also gerade solche Monster-Movie-Sachen, manchmal gehen sie so ein bisschen daneben. Den Ameisenfilm fand ich auch sehr gut. Ich habe sogar geschaut, der war ein bisschen später, kennst du noch Phase 4? Ja, klar. Ne? Klar. Der ist so ein bisschen später entstanden, hat ein bisschen leicht anderen Ansatz, aber den fand ich auch ziemlich geil. Der ist ja eher psychedelisch. Der ist psychedelisch eher aufgebaut, ja, aus den 80ern würde ich sagen, 70er, 80er. 70er würde ich glaube ich sagen. Und ab und zu mal hast du auch so richtige Sachen, die daneben hauen. Welches Tier können wir jetzt noch maximisieren, ne? Ja, aber Gott sei Dank. Night of the Lepus mit den Karnickeln, die durch die Stadt laufen. Aber Gott sei Dank haben sie dann irgendwann, da gab es ja noch diesen, wie hieß der, die unglaubliche Geschichte des Mr. C., glaube ich, oder? War das der? Nee, das war nicht die Riesenfrau, oder? Nee, das war der Mann, der geschrumpft ist und der dann im Puppenhaus gelebt hat, wo er dann auch gegen die Spinne gekämpft hat, weißt du? Also genau, so diese Sachen, ne, mit groß und klein machen, haben gerne gespielt, waren damit. Ja irgendwo, und auch hier Attack auf die hier 50 Feet Woman. Daryl Hannah in der anderen Fassung. In der neuen Fassung, in der neuen Verfilmung, ja. Ach, ey, wer sich das gedacht hat in den 80er Jahren, wirklich, wer darauf gekommen ist, ey, wir machen den Film nochmal neu. Aber gut, ich will nichts sagen. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Fand ich auch toll. Mhm. Fand ich auch toll. Da gab es auch Riesenameisen, so gesehen. Und naja gut, aber Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby, habe ich mir nicht mehr angeguckt.
Braucht man auch nicht mehr gucken. Braucht man nicht mehr schauen. Harold, hier Dings da, nee, nicht Harold Ramis, wie ist er nochmal der Schauspieler? Rick Moranis. Rick Moranis. Der will ja eventuell nochmal ein, zwei Auftritte machen. Der ist ja zuletzt nochmal für einen Werbespot als Lord Helmchen zurückgekehrt, ne? Echt? Ich glaube, der ist in Amerika für einen Werbespot nochmal als Lord Helmchen aufgetaucht. Ja, der war ja durch seine Frau irgendwie. Genau, der ist irgendwie zurückgetreten vom Schauspielen, weil er sich um seine Frau kümmern wollte, der Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Filmen. Unabhängig davon, ja, du hast natürlich Ausläufer auch nochmal später gesehen. Was an diesem Film noch ganz nice ist, ist eben für die damaligen Verhältnisse, die haben sich ein paar Sachen ausgedacht, die haben natürlich da auch gearbeitet, wo sie nicht mit so Tricktechnik machen. Da gibt es eine ganz coole Szene, da ist eine Frau, die ist in einem Haus drin und macht sich gerade fertig, um zu schlafen, und im Fenster guckt dann eben so die Spinne rein, und es ist tatsächlich sehr, also die kommt auch so ganz nah ran, und diese typische, du weißt, was ich meine, die schön dramatische 50er Jahre Scary-Musik, diese Spinne da so reinschaut. Die haben schöne Sachen gemacht und riesige aus Plastik gemachte, wahrscheinlich eher aus Holz gemachte Spinnenbeine, die nach unten tupfen und alles. Und die Spinne selbst, damit die natürlich, du kannst ja keine Regieanweisung einer Spinne geben und sagen, hier, geh mal dahin oder geh mal über den Hügel oder sowas, die haben sie mit einer kleinen Luftpumpe bewegt. Ja? Weil der Regisseur hat gemerkt, hey, wenn ich so eine kleine Düse nehme, so eine kleine Luftpumpe und sie anpuste, dann geht sie in die entgegengesetzte Richtung. Ja, ist und geil. So haben die dann, was du nicht wirklich daneben so siehst, weil wenn du heute, sagen wir mal, so eine Riesenspinne auf dem Film siehst, ich denke an sowas wie bei Hobbit zum Beispiel, ne? Das sind ja dann Riesenmonster mit dem CGI, die extra scary aussehen und die sich dann so oder so bewegen. Das Ding sieht eben aus wie eine Spinne, nur in groß. Ja. Hat auch nicht diese Physik von so einem großen Tier, sondern krabbelt einfach so ganz normal rum. Das hat wieder was ganz Eigenes. Ja, ich verstehe eh nicht, also ich weiß, sind mehrere Tonnen, die da bewegt werden müssen, aber so manchmal würde ich mir auch wünschen, dass, wenn es gerade um diese Riesenmonster geht, dass da so ein bisschen mehr Geschwindigkeit dabei irgendwie herrscht. Warum so, nicht? Ja. Weil klar, okay, die sind war bei Rampage noch ganz nett, wobei der andere Probleme hatte, aber die hatten. Ja, aber bei Rampage, Speed. Ja, die hatten ein bisschen Speed, aber da war es dann schon wieder so quatschig irgendwie. Quatschig ist auf jeden Fall, ja. Dass es dann irgendwie auch nicht richtig gezündet hat, so. Also ich wünsche mir ja bei wirklich seit langem mal wieder so ein. Ja, irgendein Monsterfilm, der so ein bisschen mehr in die Katastrophenrichtung geht. Du hast es wirklich leider echt selten. Wenn du kannst maximal vielleicht so die Kaiju-Filme von heutzutage nehmen. Also der erste Pacific Rim hatte so ein bisschen was. Den zweiten fand ich ganz, ganz grauenhaft. Oh ja, der war wirklich. Der war wirklich ganz, ganz schlecht. Dass ich nicht den ersten gemocht habe, ich habe trotzdem ein bisschen Hoffnung auf Godzilla vs. King Kong. Oh ja, ich auch. Ja, weil hat man viele positive Stimmen gehört und der Trailer sah auch ganz cool aus. Ey, wenn Mothra da die Flügel ausbreitet, ist ja, echt schon geil. Ey, und Alter, ich bin super gespannt auf King Ghidorah. Ja, mein Lieblingsmonster. Ich frage mich, also sie sind ja schon am überlegen. Ich habe hier ein Godzilla-Poster hängen. Verdammt nochmal. Ich bin ja schon, also sie sind ja, glaube ich, schon am überlegen, was die nächste große Bedrohung sein kann. Und der Shin Godzilla zum Beispiel, den fand ich echt richtig gut. Den haben sie richtig gut gemacht. Den fand ich richtig gut. Und da hätte man eigentlich vielleicht noch ein bisschen diese Politik irgendwie ein bisschen eindämpfen können, um dann halt irgendwie so ein bisschen mehr in die Katastrophenrichtung noch gehen können. Ja, so. Aber ja. Wobei, er hatte eine eigene Ausrichtung, aber ich verstehe auch, was du meinst. Einfach, ich finde es, wie gesagt, immer ganz schön, wenn man mal wieder zu solchen Sachen zurückkehrt, weil die zeigen nochmal, wo vieles, was wir heute kennen, so ihren Anfang genommen hat. Und man kommt in diesem Film auch ganz gut rein, weil er trotzdem, obwohl er sehr bedächtig erstmal anfängt und erstmal die Menschen in den Fokus stellt, relativ schnell auch mit der Spinne dann Sachen macht. Und es nicht so wie bei anderen Filmen ist, 85 Minuten guckst du dann Leute, die dann Bedeutung schwanger in die Ecke gucken und schreien, und dann gibt es einen leichten Fade in eine Szene, wo nichts passiert. So waren sie ja immer. Ja? Da kommt irgendwas aus Ego-Perspektive, sie schreien und dann Fade, ein Auto fährt lang. Ja. Hier siehst du wenigstens von der Spinne auch was. Und Clint Eastwood ist mit dabei. Und es gibt Napalm. Genau. Das war mein nächster Eintrag im Adventskalender-Türchen. Und hier zeigen sie gerade, wie die Sonde aus dem Typ rausgeholt wird. Deswegen muss ich ja gerade so fasziniert hingucken, weil das ist eine wirklich ekelhafte Szene. Das ist eine Serie. Selbst Gonzales. Ja, Cliff Gonzales ist wirklich angewidert. Sie machen erstmal das Testobjekt den anderen Typen, ne? Ja, genau. Na gut, der hat es auch verdient. Der ist so ein bisschen Arsch. Ja, wenn der drauf geht, ist nicht so schlimm. Ich glaube, er war ja eh Nazi, oder? Ja, das sind sie alle. Und übrigens, Christopher Lambert ohne Ton zu gucken, lässt einen nochmal extra auf sein Schauspiel achten. Ne? Ja, und man fragt sich wirklich, wer ernsthaft damals der Überlegung war, dass der Typ einfach was drauf hat. Also ich mag ihn ja, ne? Ich mag ihn wirklich, aber er ist meiner Ansicht nach. Night Moves? Ja, aber auch in Night Moves. Was war der französische U-Bahn-Film? Subway, ne? Von Luc Besson. Ja. Mit, nimm mal das Ding, was er gerade was ausgekotzt er hat. Ja, klar, hier, abgeputzt, fertig. Diese schlechte Perücke, Alter. Bitte, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Und guck doch mal, ich meine, Christopher Lambert hat schon teilweise ein sehr ausdrucksloses Gesicht. Ja, das oder er macht halt einfach ein sehr ausdrucksloses Gesicht. Mein Lieblingspart im Film war, wo sein Gehirn gebraten wurde und er einfach mit seiner Hühnerbrust da steht und sich waschen lässt. Ja. Von den anderen Leuten. Das wirkt
Der Silberblick des Todes. Ja, ich meine, der mag ja immer schön und verträumt reingucken so. Und früher, wenn der so diesen Irren gemacht hat, und das war ja auch alles cool, aber ich glaube mittlerweile, also irgendwann ist das so minimal geworden, was er an den Tag legt. Demnächst im Christopher Lombero-Tober. Ja. Da machen wir einen Lombert. Egal, fällt mir nichts ein. Ist egal. Tschüss.